Dafür gibt's keine Errungenschaft. Was haben wir hier noch? Nix. Tier. Tagebuch. Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien. Du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt. Wenn Sie schon sowas machen, sollten Sie es wenigstens ordentlich machen. Ich liebe das Hacken bei Bioshock. Das ist irgendwie eine ganz spezielle Art und Weise von Hacken. So, haben wir noch eine Garde irgendwo? Da. Zack. Und fertig. Was lachen die eigentlich alle so krank? Oh, mein Bot geht's gar nicht gut. Dass der überhaupt noch fliegt. Der brennt doch schon die ganze Zeit schon. Okay, warte, wir gehen nochmal kurz hier hin, weil hier war noch ein Turmband. Das nehmen wir auch gleich mal mit. An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst heilt. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Perversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbrauchen kann. Da hinten geht Action los. Hey, hier ist sonst nichts. Na, wo seid ihr? Komm. Du bist unhöflich. Wie viele sind hier denn noch? Überall hört man diese rumlaufen. Diese, ja, rumreden. Noch eine. Das gibt's doch gar nicht. Hörst du nochmal auf? Ich bin schön. Nee. Jawohl. Sieh mich an. Was könnte man an mir noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist, wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht? Tja. Da noch eine. Wie viele sind denn das? Ich guck mich hier noch mal ein bisschen um. Okay, da müssen wir glaube ich hin, deswegen gehen wir da weg. So. Können wir auch noch eben hacken? Wir brauchen einmal eine Gerade. Jetzt brauche ich eben noch eine Gerade. Mal dahin. Nach oben. Noch einmal nach oben. Und einmal darüber und fertig. So. Da geht's nicht rein. Was haben wir hier? Okay, ich habe nur 5 Patronen, das ist nicht so schön. Vandalismus. Ich habe davon Kenntnis erhalten, dass einige Bewohner Mittel und Wege gefunden haben, die Ausgabeautomaten zu manipulieren. Es scheint bedauerlicherweise notwendig zu sein, die Einwohner von Rapture daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Parasiten werden bestraft. Okay, jetzt muss ich ein bisschen schnell machen. So. Nein! Sackgasse! Verdammt, verdammt, verdammt! So! Oh! Gerade noch so! Ja!
Komm schon, ich brauche noch davon einen. So, so, so. Da. Okay. Puh, das war knapp. Zirkus der Werte, Automat gehackt. Willkommen im Zirkus der Werte. Ich brauche davon noch nicht so viel, ne? Was haben wir noch? Ein Munitionsautomat. Hacken wir auch gleich mal. Genauso schwer, okay. Scheiße. Ich muss einmal darüber. Darüber. So. So. Hier einmal nach oben. Dahin. Nochmal nach oben. Komm, eine senkrechte Bohne noch. Da. Ah, und einmal den da. Für den gibt's wieder keine Rundschaft. Antipersonenkugeln. Panzerbrechen, MG-Patronen. MG-Patronen brauche ich ein paar. Brauche ich mal zweimal. Okay. Nachladen. König und das Vaterland schreien, sind die schlimmsten. So, wo waren wir denn noch nicht? Hier hinten in der Ecke ist auch nichts mehr. Da kommen wir, glaube ich, später rein. Ich gehe einfach mal hier rein. Huh! Oh. Okay, der muss viel ausgehalten. Alter. Die sind ja ganz schön aggressiv, die Nitrosbläser. Sicherheitskameras. Ich kann diese Teufelsdinger überall um dich herum hören. Diese dreien Augen und Ohren. Das war knapp. Sollen wir überhaupt schon sein? Kann ich da irgendwie. Nee. Okay, da komme ich nicht hoch. Okay, jetzt muss ich. Verdammt. Ich gehe mal hier rüber. Einmal so. Okay. Hacken. So, so, so. Gehen wir mal nach unten. Zack. Zack. Brauche ich noch einmal so ein. Und so ein. Und abgeschossen. Sicherheitskamera gehackt. Okay, Moment, ich komme mich unten noch eben um. Nitro-Splicer. Was haben wir hier noch? Eine Leiche. Mit nichts drin. Ofensteuerung. Okay. Ich bin mal gespannt. Oh. Was haben wir denn da? Hacker's Delight. Neues Tonicum. Hacker's Delight. Du hast dein erstes Körpertonicum erhalten. Bla bla bla. Pack ich mal da drauf. Panzerbrechend. Okay. Gehen wir mal nach oben. Hallo. So viel zu dem.
gehen wir gleich mal hin. Ich guck mich hier noch mal ein bisschen. Na gut, gehen wir rein. Ein Parasit treibt sich herum. Wir bauen unsere Stadt wieder auf. Doch die Zweifler schicken jemanden her, der unsere Arbeit sabotieren soll. 1000 Adam für denjenigen und... Abfackeln! Neues Plasmid, abfackeln. Wenn etwas in Rauch aufgehen soll, dann heißt es nicht zögern, sondern zünden. Yay! Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Das finde ich lustig. Was wollt ihr? Oh, was? Boah. Du bist ein Ding. Wege in Rapture führen zu Rhyme. Das Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sisters. Bereichert die Luft hier mit Duftstoffen an. Die werden Pheromone genannt. Dadurch tanzen sie alle nach seiner Pfeife. Okay. Schön mal alle abgefackelt. Schön gegrillte Kartoffelchips. Was haben wir hier noch so? Ein Schrank. Hier ist auch soweit nix. Ein G-Patron. Sehr schön. Okay, dann gehen wir auf der anderen Seite wieder runter. Ah, hier ist er viel. Okay. Ein Kaffee. Lecker. Was hatte ich hier? Ach da. Picasso, der Chirurgie. Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Man nannte ihn ein Genie. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen, wieder und wieder. Die begradigte Nase, das markante Kinn, die wohlgeformten Brüste. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich das, was der alte Spanier mit dem Pinsel tat, mit dem Messer tun könnte? Was ist das brutalste und bitte was? Das der Menschheit je angetan wurde. Ich glaube, der hat sie echt nicht mehr alle. Okay, was haben wir hier? Ein Splicer. Guck mich jetzt mal auf der Seite um. Oh. Brenne! Wow. Die ist nicht mehr hier. Oh, Geld. Panzerbrechend. Und ein bisschen Whisky. Und ein cooler Sarg. Oh. Ja. Hey, warte, ducken. Boah. Scheiße. Das war jetzt top. Ich muss ihn kurz. Das ist ein Geschütz, ne? Ja, das ist ein Geschütz. Okay, lauf, 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 lauf. Hacken. Nach oben. Und einmal darüber. So, so, und das war's schon. Okay. Eine Leiche. $10. Sehr schön. Okay, ich höre wieder eine Kamera. Muss ich ein bisschen aufpassen. Und hier war auch noch eine. Zack. Eine Spieldose. Kuchen mit Cremefüllung. Okay, da habe ich jetzt alles. Bisschen Schrot. Bisschen $1.
haben wir noch? Nein. Komm her. Ich will dir nicht wehtun. Ich muss ein. Warum greifst du mich denn dann an? Okay, er verschwindet einfach. Okay. Dann lassen wir den einfach. Hallo? Ist er für jeden gelandet? Da ist irgendjemand. Was haben wir hier noch? Bandagen. Und da ist jemand. Oh. Hallo? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Okay, ich ahne schon, was passiert. Wenn ich jetzt nämlich das Ding hier nehme. Security Expert. Jetzt werde ich, glaube ich, angegriffen. Oder auch nicht. Okay. Aber wo ist der Typ hin? Muss hier auch irgendwo sein. Oh! Da ist er! Da ist er durch. Interessant. Hat ihm auch nichts gebraucht. Okay. Weiter geht's. Ein Code. Wo könnten wir denn hier einen Code finden? Ach da. 0451. Null, vier, fünf und eins. Ein Autohacker. Ein G-Patron, bisschen Schrot und ein paar Schuhe. Okay, ich glaube, das war's dann hier auch schon soweit. Was ist hier denn schon wieder los? Hier ist hier die ganze Zeit irgendwas los. Was ballert der denn da schon wieder? Naja. Oh, jetzt bin ich. Da ist doch noch irgendwo einer. Egal. Dann gehen wir jetzt nochmal nach unten. Hacken wir den einfach mal. So. 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 Haben wir noch einen? Und das war's auch schon wieder. Was brauchen tue ich aber so jetzt nicht. Munitionstechnisch. Oh, du verfügst über Spezialmunition. Oh, warte. Ah, okay. Panzerbrechend. Und Pistolenkugeln. Wir bleiben mal bei der MG. Erstmal. So, wer haben wir da im Weg? Sämtliche leere Kisten. Das da können wir auch noch einmal wegschmelzen. Ich gehe einfach erstmal in diesen Weg.
Okay, hier ist sowieso nur ein Raum. Noch ein Autohacker. Ein bisschen Alkohol, Kartoffelchips. Patronen. Was haben wir da noch? Noch ein paar Patronen. Sehr schön. Okay, gut, dass wir jetzt erst reingegangen sind.